Ja, das ist mein Bruder Philipp, der hat damals leider den Kampf gegen den Blutkrebs verloren. Willkommen in der heutigen Episode Astro Tim und die DKMS, oder? Man sieht sich immer dreimal im Leben. Als Junge musste Tim einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften. Er verlor seinen großen Bruder an Leukämie. Später als Student konnte er sich bei der DKMS einbringen. Und trotzdem zog es ihn davon, in die unendlichen Weiten des World Wide Web. Jetzt kann er seine Reichweite als Content Creator oder Zitat Weltraum-Businessman einsetzen. Heute ist er hier, straight out of Köln-Nippes. Tomery, meet Tim Ruster. Yeah. Yeah. Wie alt war er denn damals auf dem Bild? Ich würde sagen so 10, 9. Das heißt, ich, der jüngere Bruder, war dann so 5 oder 4 auf dem Foto, also wirklich lange her. Da waren wir irgendwo im Urlaub, das ist schon so lange her, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich bin ganz überrascht. Ich dachte eigentlich immer, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es dein jüngerer Bruder war. Ja, wenn ich darüber erzähle, klingt es auch immer ein bisschen so, weil mein Bruder Philipp, der hatte Down-Syndrom. Und vom Alter her war er mein älterer Bruder, aber in der Realität war es einfach so, dass dadurch ich de facto immer derjenige war, der auf ihn aufpassen musste, ja, kognitiv einfach eben der ältere Bruder war. Ne? Klar, weil durch das Down-Syndrom ich dann schon relativ bald auch körperlich größer als er war. Und genau deswegen, es war vom Alter her mein älterer Bruder, aber ja, in der Realität ein bisschen anders. Wir sind jetzt hier zum Thema Knochenmarkspende, was ich mich direkt gefragt habe, wie ist das? Hättest du jetzt vielleicht damals sogar schon ihn mit einer Spende retten können? Ja, es war ein bisschen knifflig alles damals, denn tatsächlich war es, als mein Bruder dann gestorben ist, war es das zweite Rezidiv. Das heißt, es ist oftmals so, Patienten entwickeln Blutkrebs, man versucht es dann erstmal durch eine Chemo zu heilen. Mhm. Klappt auch oft, nur du weißt halt nie so richtig, ist der Krebs komplett weg. Und gerade bei Blutkrebs ist es halt super tückisch, es passiert dann oft, dass das wiederkommt und das nennt man im Rezidiv. Und bei meinem Bruder war es dann auch so, das erste Mal hat er es geschafft, alle haben sich gefreut, ne, super, Krebs besiegt. Und dann irgendwann eben so diese Hiobsbotschaft, die man wirklich nicht haben möchte, der Krebs ist wieder da. So, erstes Rezidiv und es ist so ein bisschen, ja, makaber fast, weil im Krankenhaus wird dir dann gesagt, wie hoch sind denn die Chancen, und das wird dann wirklich in so Prozenten angegeben. Ne? Wie hoch sind die Chancen, dass es jetzt nochmal klappt? Ja. Und beim ersten Rezidiv noch so, ja, ganz gute Chancen, machen wir nochmal, also nochmal Chemo. Ja. Und da hieß es aber schon, wenn es dann irgendwann nochmal ein Rezidiv gibt, dann ist eigentlich Schicht im Schacht sozusagen. Aber hätte man dann eine Knochenmarkspende dann machen können oder vorher, nachher oder? Das ist immer eine interessante Frage. Viele Leute, die sich das erstmal mit dem Thema beschäftigen, sagen auch, warum macht man nicht direkt eine Knochenmarkspende? Ich habe tatsächlich auch keinen Plan. Also ich bin hier tatsächlich, wie viele Zuschauer wahrscheinlich auch, einfach komplett ohne Ahnung reingegangen, aber auch bewusst. Ich hätte mich auch informieren können, klar, aber ich bin bewusst so reingegangen, weil es, glaube ich, auch dann zu vielen Fragen kommen wird. Ja, du beantworten kannst, die auch viele andere noch haben. Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Das ist ein super wichtiges Thema und ich freue mich, dass wir da jetzt mal so ein bisschen Licht ins Dunkel der Stammzellspende bringen können. Genau, also die Frage erstmal, warum macht man nicht direkt eine Stammzellspende? Warum hat man bei meinem Bruder damals nicht gesagt, komm, Chemo, macht wirklich keinen Spaß, lass doch mal direkt eine Stammzellspende machen? Klingt in der Theorie gut. Das Problem ist eben, für eine Stammzellspende musst du das Immunsystem des Patienten komplett runterfahren. Mhm. Der muss in Isolation im Krankenhaus, denn ansonsten werden die Stammzellen des Spenders nicht angenommen. Das ist so oder so schon schwierig. Und dafür braucht es eben dieses Runterfahren des Immunsystems. Das heißt, sehr, sehr gefährlich. Ja. So gefährlich, dass man eben im Moment noch, vielleicht entwickelt sich das irgendwann anders, wirklich sagt, nee, die Chemo ist dann erstmal die bessere Variante, so absurd das auch klingt. Aber du meinst schon, dass die Stammzellen da gut zusammenpassen müssen? Ist das dann bei Verwandten irgendwie die Wahrscheinlichkeit höher, dass es klappt? Ja, wir haben hier eine schlaue Assistentin, Ivy, die können wir mal fragen. Vielleicht weiß sie es. Also Ivy, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verwandter als Spender passt? Nur bei etwa 30% aller PatientInnen kommt eine Spende aus der Familie in Frage. Oh ja, oh, nur ein Drittel. Das ist sogar tatsächlich weniger, als ich noch angenommen hatte. Genau, da siehst du mal, wenn Leute sagen, ja, können doch eh Verwandte spenden. Nee. Ja, das heißt, wenn du jetzt nicht so eine riesige Verwandtschaft hast, ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass da keiner davon passt. Absolut, ja. Und ein Drittel ist wirklich wenig und das zeigt eben auch, dass obwohl man verwandt ist, es nicht bedeutet, dass genau die richtigen genetischen Merkmale übereinstimmen, die für die Stammzellspende relevant sind. Ja. Und bei meinem Bruder ist es schon vorher gescheitert, denn als dann das zweite Rezidiv irgendwann kam, wäre ja die naheliegende Idee gewesen, wenn die Chemo nicht mehr geht, bevor er stirbt, machen wir eine Stammzellspende. Aber mein Bruder hatte Down-Syndrom und das heißt, war eh körperlich nicht so wirklich fit.
oder nicht so fit wie jemand, der kein Down-Syndrom hat, sagen wir mal so. Das Immunsystem ist schwächer einfach, so kann man das vielleicht sagen. Und das ist ja super bitter, wenn das dann noch schwächer wird durch die... Genau, da haben die Ärzte direkt Therapie. Gesagt, es hat keinen Zweck. Also wir können das machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, liegt bei null. Und das wäre dann nur zusätzliche Qual. Also eine Stammzellspende hätte jetzt quasi in diesem seltenen Fall dann tatsächlich nicht so viel gebracht, wie man... Das war zumindest der Stand der Dinge der Ärzte damals. Ja. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Arzt gäbe, der jetzt, das ist ja schon Jahre her, sagen würde, es hat sich so geändert, dass wir es jetzt probieren würden, aber... Damals haben die Ärzte in der Uniklinik hier in Köln gesagt, allein die Isolation, ne? Man muss ja auch bedenken, mein Bruder mit seinem Down-Syndrom, man hätte es ihm ja auch nicht wirklich erklären können. Ja. Zu sagen, ey Philipp, du musst jetzt hier in die Isolation, wir können dich leider dann, du kannst dann keinen sehen und so. Also, allein das wäre so eine psychische Belastung gewesen. Gerade allein schon in dem Alter, ich meine, das ist ja super schwierig, da überhaupt zu verstehen, was um einen herum passiert. Genau, da war er dann ein bisschen älter, als er dann gestorben ist, war er 18. Fürs Sterben trotzdem, doofes Alter. Aber genau, und deswegen, das hätte sehr wahrscheinlich keinen Zweck gehabt, was super schade ist. Ne? Weil ich meine, was für eine Situation, die Ärzte sagen dir, noch eine Chemo geht nicht, Stammzellspende geht nicht. Ja. Das heißt, leider stirbt er. Das ist eigentlich absoluter Horror. Ja. Und ich war damals noch relativ jung, also als mein Bruder dann gestorben ist, war ich in der, also war 5. oder 6. Klasse. Das heißt, für mich war es wahrscheinlich jetzt von allen Familienangehörigen am wenigsten schlimm, sage ich mal. Klar, als Kind kannst du noch viel verarbeiten und die Zeit halt deine Wunden. Für meine Eltern war es natürlich das traumatische Ereignis ihres Lebens. Auf jeden Fall. Also ich denke, also sowieso, wenn man das Kind verliert, das muss ja das Schlimmste überhaupt sein. Ja. Aber natürlich auch, wenn man Geschwister verliert. Nur eigentlich müsste man meinen, dass das, je jünger man das ist, desto schlimmer man das findet. Und man könnte ja quasi, im Alter wird man ja reifer und dann vielleicht emotional ein bisschen stabiler. Aber ich glaube auch, dass das irgendwie, wenn man selber schon 16, 17, 18 ist, noch mal ein bisschen... Ja, dass man das einfach nicht so gut wahrnehmen kann, wie wenn man halt irgendwie als wahrscheinlich 10 oder 11 dann wahrscheinlich war. Ja, ich glaube, es hat beides, klingt jetzt auch doof, aber Vor- und Nachteile. Einerseits dadurch, dass ich so jung war, ist es so ein bisschen jetzt im Nebel der Vergangenheit liegt es. Ne? Und ich würde noch nicht mal sagen, dass ich da jetzt traumatisiert bin oder so. Andererseits, da ich so jung war, war es für mich natürlich extrem psychisch belastend, auch die Auswirkungen auf meine Familie zu sehen. Ne? Sonst zu sehen, meine Eltern geht's schlecht. Meine Mutter weint und so, ne, sowas belastet dich als Kind natürlich viel mehr, wie es das jetzt tun würde. Also wie war das dann? Also haben deine Freunde da viel Verständnis entgegengebracht oder vielleicht zu viel oder so ein bisschen? Das war ganz schön, die haben das auch alle, also das war nicht so schön, die haben das alle live mitbekommen, sage ich mal. Okay. Ich weiß noch, wie ich in der Schule saß dann, 5., 6. Klasse, keine Ahnung. Und ich wusste schon an dem Tag, meine Eltern fahren ins Krankenhaus mit meinem Bruder, weil der Krebs könnte wieder da sein, weil meinem Bruder ging es nicht gut und so. So, ich wusste, also, die sind im Krankenhaus. So, dann im Englischunterricht, weiß ich noch, kam dann die Sekretärin der Schule rein und sagte, Tim, deine Tante hat angerufen und muss nach Hause kommen. Ja. Das haben alle mitbekommen in der Klasse. Und in dem Moment dachte ich mir natürlich schon, okay, das kann nur bedeuten, er hat wieder Krebs. Warum ich dann jetzt in dem Moment direkt nach Hause musste, weiß ich zum Nachhinein auch nicht. Aber so war es jedenfalls. Das heißt, dann bin ich dann so ganz betreten mit meinem Ganzen aus der Klasse gegangen. So, tschüss Leute, sehen uns morgen. Und dann zu meiner Tante nach Hause und genau in dem Wissen schon, was dann da sein würde. Und dann saßen da alle ganz traurig und dann war halt, war halt der Scheiß wieder da. Und das heißt, alle meine Klassenkameraden wussten das auch. Das hat natürlich ein bisschen geholfen einerseits, haben sich dann auch alle ganz lieb gemeldet. Ne? Selbst die du eigentlich nicht magst, mit denen du irgendwie Stress hast, haben dann alle ganz lieb geschrieben und so. Damals noch Briefe, ich meine, das war ja vor 1000 Jahren gefühlt. Ja. Also das war nett, aber es war mir auch unangenehm, dass alle das wussten, weil ich war dann halt so der, dem was Schlechtes passiert ist. Und gerade so in der 5. Klasse willst du halt nicht unbedingt diesen Stempel haben. Ja, ja, ich könnte mir vorstellen, dass dann viele Leute halt einfach ein bisschen zu vorsichtig sind und sich nicht trauen, so richtig ehrlich oder halt einfach normal mit dir umzugehen. Genau, richtig. Und gerade weil wir alle noch sehr jung waren, und auch keine Erfahrung mit sowas hatte, wie soll man da mit umgehen, wie verhält man sich dann. Ich war dann auch länger aus der Schule weg, um dann eben auch Zeit mit meinem Bruder zu verbringen. Wir haben dann immer noch so einen letzten Urlaub zusammen gemacht an der Nordsee und so. Und ich weiß noch, dass mir das sehr schwer gefallen ist, dann in der Zeit nicht in der Schule zu sein. Weil einerseits hatte ich den Stress mit meinem Bruder, andererseits wusste ich, ich verpasse jetzt ganz viel in der Schule. Also nicht den Unterricht, das war mir damals schon egal, aber was eben meinen Freunden passiert und so. Und dann kam ich eben wieder und dann war es wieder dieses Gefühl, so da ist der Tim, dem ist was Schlimmes passiert. Ne? Also ja, genau, es ist auf jeden Fall auch eine Belastung gewesen. Aber insgesamt muss ich sagen, war das eine große Hilfe. Viele von denen, mit denen ich damals in der 5., 6. Klasse war, sind auch immer noch meine besten Freunde jetzt. Das ist natürlich cool, wenn du Freunde hast, die damals schon bei so einem einschneidenden Erlebnis deines Lebens dabei waren.
Also die wissen das auch alle, ja. Mit denen quatsche ich manchmal darüber. Wenn ein paar Bierchen geflossen sind dann, und es emotional wird, dann reden wir drüber. Ja. Also das hilft mir sehr. In diesen in den 18 Jahren, die dein Bruder ja damit nicht unbedingt schon die ganze Zeit gekämpft hat, wie war das? Also ab wann war das dann klar und wie war die Zeit danach? Also hat sich dann auf einen Schlag alles verändert oder hat sich das schon langsam angebahnt? Ja, also es war dann dieses zweite Rezidiv, das war schon ein längerer Zeitraum, in dem man quasi wusste, er würde es nicht schaffen. Naja, sich darauf vorbereiten konnte, möchte ich nicht sagen, aber es war schon etwas länger klar. Und dann, aber trotzdem, als er dann weg war, war es natürlich, hat sich alles schlagartig geändert. Ne? Das Haus war auf einmal komplett leer. Wie ein riesen Riss im Leben. Ne? Und ich habe dann damals, weil ich ja noch sehr jung war, direkt so eine psychologische Taktik unterbewusst gefahren, komplett damit abzuschließen, also komplett dicht zu machen. Verdrängen wahrscheinlich. Verdrängen, genau. Ich war nie am Friedhof zum Beispiel. Ach, bis heute oder generell? Bis heute tatsächlich. Das ist komisch. Es wird mir jetzt gar nichts mehr ausmachen. Ja. Ihr könnt hier da jetzt hingehen, problemlos. Ich kann ja auch hier sitzen und drüber reden. Ja. Aber jetzt denke ich mir, warum? Also dadurch habe ich dann auch irgendwie die Attitüde entwickelt, was mache ich dann da? Also weißt du, dann stehe ich da und... Also auch kein sonderlich religiöser Mensch. Nee, überhaupt nicht. Und das, wenn ich über meinen Bruder nachdenke oder reden will, kann ich das ja überall tun, warum soll ich mich auf den Friedhof stellen? Aber damals war es natürlich offensichtlich eine Verdrängungstaktik, zu sagen, nee, ich möchte davon gar nichts wissen und ich habe jetzt wieder gute Laune und so. Und ja. Wenn du über deinen Bruder nachdenkst, worüber denkst du danach? Also was hat der gerne gemacht? Was hat er so in seiner Freizeit einfach gemacht? Was hat ihn ausgemacht? Ja, also jetzt denke ich tatsächlich nur noch über die positiven Aspekte nach. Wenn ich über meinen Bruder nachdenke, ist es immer schön, weil mein Bruder war ein super, super positiver Mensch. Vielleicht auch durch das Down-Syndrom tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst oder mal kennengelernt hast mit Down-Syndrom. Persönlich nicht, tatsächlich. Das aber man sieht ja oft, dass die einfach super glücklich sind. Genau, es sind halt echt total oft sehr, sehr glückliche Menschen, die auch anderen Menschen gegenüber immer sehr offen auftreten und super cool. So war mein Bruder auch. Viel gelacht, immer glücklich. Wenn mal schlechte Laune, nur ganz kurz. Also dem konntest du den kompletten Tag schon versüßen. Keine Ahnung, wenn du einen Ausflug mit ihm gemacht hast oder wenn er die richtige Kassette gehört hat. Also sein großes Hobby war Kassetten hören, Benjamin Blümchen und so. Und das versuche ich auch ein bisschen von meinem Bruder mitzunehmen. Einfach sehr, sehr positiv aufs Leben zu blicken und die kleinen Dinge zu schätzen. Und gerade nach dieser Geschichte war das dann für mich umso wichtiger, dieser Lebensgrundsatz zu sagen, ey, das Leben ist sehr kurz, in manchen doofen Fällen sogar wirklich sehr, sehr kurz. Selbst wenn dein Leben normal verläuft, ist es kurz. Ich meine, was hast du, 80, 90 Jahre, dann ist es vorbei. Also mach's wie Philipp und versuch den Tag zu genießen, dich über die kleinen Dinge zu freuen und diesen Optimismus einfach an den Tag zu legen. Du hast ja damals bei der DKMS gearbeitet, aber heute bist du ja YouTuber. Wie kam es dazu? Ja, gute Frage. Denke ich manchmal auch drüber nach, wie es dazu kam. Also ich habe 5 Jahre bei der DKMS gearbeitet, am Ende dann der Rechtsabteilung, weil aus irgendeinem Grund habe ich Jura studiert, frag mich nicht warum. Ach so. Und habe dann aber gemerkt, so sehr ich die DKMS liebe, also wirklich war große, große Liebe zwischen mir und der DKMS, auch mit allen, die da arbeiten, befreundet. Deswegen mich umso mehr freue, jetzt hier auch im DKMS-Podcast-Mund auch mit dabei zu sein. Aber ich habe dann gemerkt, okay, so ein 40-Stunden-Job im Büro, das ist einfach nicht mein Ding. So, aber du hast richtig auch was studiert. Ja, richtig was Schlaues auch noch. Im Prinzip ist es da bekloppt, also wirklich jahrelang Jura studieren. Das heißt, du gaukelst deiner ganzen Familie eigentlich immer vor, dass du was Richtiges, Anständiges machst, machst Jura und dann durch die Hintertür, zack, nee, YouTuber. Ha. Genau so ist es, es war so hinterrücks so. Ja, ja, ich werde Jurist, Mama, Papa, ich bin YouTuber. So ungefähr. Ich meine, es hat sich aufgebaut, weil ich habe schon während der Zeit bei der DKMS eben angefangen, im Planetarium, wo ich nebenbei arbeite, Videos zu drehen, hat halt keine Sau interessiert. Ich musste da richtig, also bei mir war das richtig mit Brecheisen, also ich habe halt irgendwo die Schule abgebrochen und gesagt, ja, hallo, Mama, Papa, ich werde YouTube. Krass. Und wie war die Reaktion deiner Eltern? Ja, erstmal noch, also das ist tatsächlich super spannend. Also eigentlich, ja, das ist so ein bayerisches Ding so. Man macht halt als Junge, machst halt irgendwas Technisches so. Mhm. Macht ja auch irgendwo Sinn. Also interessiert mich auch. Mach ich machst ja heute du jetzt auch irgendwie immer noch. Man verdient aber auch nicht schlecht so. Und es ist ja auch, also an sich sind es ja auch coole Jobs so, ne? Ja. Aber das war halt so, das hat jetzt nicht, ist jetzt nicht so, als ob mein Dad das mir gesagt hätte, ja, das musst du jetzt machen oder so. Mhm. Aber ja, ich hatte halt einfach so, ne, die fand ich auch cool so, aber irgendwann halt dann nicht mehr unbedingt und dann habe ich halt deswegen auch nicht mehr die Schule ganz zu Ende gebracht, obwohl es eigentlich immer der Plan wäre, dass ich erst die Schule mache und dann habe ich schon mit der Filmbranche mal so ein bisschen geliebäugelt und habe ich gesagt, ja okay, ich mache ein Filmstudium, wofür ich eben die 13. Klasse abschließen muss und dann habe ich das aber nicht gemacht, weil ich dachte, okay, ich will selbstständig werden. Ja, aber und zu dem Zeitpunkt, als du dich dafür entschieden hast, konntest du noch nicht wissen, dass du mit YouTube mal selbstständig sein kannst, oder? Schon.
Also war so ein bisschen einfach, ich also mal. Von außerhalb sah das noch aus wie Größenwahn, aber ja. Ich war mir da schon ziemlich sicher, dass es hinhauen wird. Also ich hatte auch noch keine Abonnenten, also es ist nicht so, ja. Als ob ich dann, man hört das ja öfter, ne, irgendein 16-Jähriger hat schon 100.000, 200.000 Abonnenten und dann macht das ja auch irgendwo genau. Sinn, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt so schlau ist, dann die Schule abzubrechen. Ich habe ein Fachabi, so ich habe schon irgendwie eine Schulbildung gehabt, so, aber genau, also ich habe dann allgemein Abi abgebrochen. Ja. Und bin dann nach Berlin erstmal und über Umwege hier nach Köln gekommen. Aber ja, diesen eigenen Glauben daran, dass es klappen wird. Ich glaube, das ist das, was die meisten YouTuber, klingt immer so doof, ne? Aber die meisten Content-Creators, was auch immer, irgendwie verbindet, die sich das komplett selber hochgezogen haben. Ja. Also und viele Leute, die gar nicht in dem Bereich aktiv sind, die können das ja auch gar nicht erfassen. Und wenn man denen dann sagt, ey, ich glaube, das kann klappen, ich kann davon leben, also zumindest war es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, dass viele Leute das anzweifeln und sagen, ey, das klingt, das kann nicht klappen. Ich weiß nicht, hast du angefangen, weil du, hast du schon mit der Intention angefangen, davon leben zu können? Ja. Ach krass. Wirklich, weil ich damals eben schon gemerkt habe, so Jura, lieber nicht, habe es trotzdem fertig gemacht, ne? Aber einfach nur so. Und Bürojob, auch nicht mein Ding, konnte es nicht und deswegen habe ich wirklich gesagt, okay, muss jetzt hier richtig reinklotzen, damit das, mir war klar, dass das dauern würde, damit das in ein paar Jahren reicht zum Leben. Ja, weißt du, wie schnell es bei dir dann ging? Das war bei mir auch relativ ähnlich tatsächlich. Also ich habe mir auch, also man macht es ja nicht direkt wegen des Geldes, aber man braucht halt ein bisschen Geld, um nicht Anwalt sein zu müssen. Halt, ne? Das ist ein super Spruch, man braucht ein bisschen Geld, um nicht Anwalt sein zu müssen. Wenn man halt nur das machen will, dann musst du halt, klar, dann muss halt dabei irgendwas Geld rumkommen. Ja. Wie genau ist das eigentlich? Also du hast es ja vorhin schon angeschnitten. Das heißt, ich mache mir einfach wirklich ein Stäbchen in den Mund. Und dann bin ich dabei, oder? Das ist super easy. Also ich höre raus, du bist noch gar nicht registriert. Nee, dafür bin ich ja hier. Rein zufälligerweise haben wir hier ein Registrierungsset. Wenn du Lust hast, gehen wir einfach mal hin. Ja, let's go. Cool. So, hier haben wir das Set schon liegen. Ich lege es uns mal hier auf den Bock. Ach, drei Stäbchen sind das? Genau, das sind drei Stäbchen. Und das ist aber total easy. Also es wirkt jetzt am Anfang irgendwie ein bisschen knifflig, aber es ist super einfach. Mach ich das oder du? Genau, mach du mal auf. Okay. Möchte ja die Experience nicht nehmen. Also du machst es komplett selber. Also sind drei Stäbchen, jedes hat seine Funktion. Du musst im Prinzip, also das Ziel ist, dass wir jetzt deine Merkmale, deine wichtigen DNA-Merkmale auf diesen Stäbchen haben, damit die DKMS typisieren kann. Okay. Und damit am Ende die Probe möglichst aussagekräftig ist, musst du dir damit jetzt im Mund rumreiben. Also das ist die Grobfassung. Einfach irgendwie oder? Nimmst das erste Stäbchen, machst du links in der Wange. Okay. Kannst du loslegen. Okay. Und rück so ein bisschen feste, weil, das weiß ich noch aus meiner Zeit, haben wir immer gesagt, nicht so ganz sanft, weil es soll schon ordentlich Gewebe auch am Ende drauf sein. Mhm. Je mehr Gewebe letztlich, desto besser kannst du es am Ende typisieren. Hast du das? Ja, mach 60 Sekunden, weil das ist wirklich wichtig, dass genügend Gewebe am Ende da dran ist. Deswegen jede Wangenseite 60 Sekunden. Also mach rück noch ein bisschen weiter. Und danach kommt der Spaß dann noch mit den nächsten Stäbchen nochmal. Okay. Genau. So, ich glaube jetzt so ein paar Sekündchen noch. So, jetzt haben wir, glaube ich, aus der Wangenseite genügend. Jetzt die rechte? Genau, und du musst aufpassen, dass du das jetzt oben nicht berührst, logischerweise. Okay. Genau, das kannst du so nehmen, das ist super. Jetzt nimmst du das nächste Stäbchen und machst die andere Wangenseite auch nochmal 60 Sekunden. Und genau, während du den Mund voll hast, sage ich mal, kann ich noch ein bisschen mehr erzählen zu dem ganzen Prozess. Ja. Also, das wird jetzt typisiert und dann kann man eben, so nennt man das, dann kann man eben die relevanten Merkmale abgleichen mit potenziellen Patienten. Und wir hatten eben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie wahrscheinlich ist das dann eigentlich, dass du dann als Spender in Frage kommst. Ich habe schon ein paar Kumpels gehabt, die dann einen Brief von der DKMS bekommen haben. Hier, du kämst in Frage. Das heißt noch nicht zwingend, dass du wirklich spenden kannst, weil oftmals werden mehrere angeschrieben. Ich glaube, da hast du jetzt auch 60 Sekunden. Kannst du das nehmen. Und so das dritte Stäbchen, das ist jetzt einfach nochmal so ein bisschen allgemein im Mund herum. Du kannst versuchen, hier oben und unten so ein bisschen das Zahnfleisch zu erwischen. Genau, und dann haben wir, glaube ich, einen ganz guten genetischen Abstrich von dir sozusagen. Genau, das heißt noch nicht zwingend, dass du spendest, weil es werden oftmals mehrere direkt angeschrieben. Kann sich das wirklich so ganz plastisch vorstellen, da ist dann einer, der passt zu, ich sage jetzt mal, 87%, der andere zu 88%, der andere zu 89%, schreibt man vorher jetzt aber alle an. Und der Beste, der sich zurückmeldet, der wird es dann. Das heißt, von meinen Kumpels, die angeschrieben wurden, da kam es dann tatsächlich nie zur Stammzellspende, sondern wurde dann jemand anderer genommen. Aber das zeigt eben, dass sie schon mal in der engeren Auswahl waren und potenziell zu jemandem gut gepasst haben. So. Genau, jetzt hast du die so da in deiner Hand. Die müssen jetzt 2 Minütchen trocknen. Okay. Und das macht man auch selber. Also ich dachte immer, das muss irgendwie ein Arzt machen oder... Ja, das denken viele und denken so, typisieren lassen, das klingt irgendwie total hochtrabend. Das ist super easy. Also hast du ja gerade gesehen. Und vor allem, du musst auch
eigentlich nirgendwo hin. Klar, es gibt Registrierungsaktionen der DKMS. Aber wie kriegst du die denn? Also kannst du einfach auf der Website der DKMS, bestellst du dir das Set. Das ist völlig kostenlos. Ach, du musst immer aus dem Haus raus. Sein. Richtig, also selbst wenn du der totale Couch-Potato willst und wie du 1.700 Euro bei Lieferdiensten jeden Monat bestellst. Das ist ja geil. Dann kannst du einfach dir das Set zu dir liefern lassen, komplett kostenlos, das, was du gerade gemacht hast, rein zur DKMS, fertig. Also genau. Wirklich kein Aufwand. Aber du kannst natürlich auch gucken, was für Registrierungsaktionen bietet die DKMS gerade an. Ja. Es gibt wirklich viele. Und dann eventuell vor Ort auch hingehen, das geht natürlich auch. Ich dachte halt echt, das wäre viel komplizierter, weil... Also erstens dachte ich nicht, dass du halt nur Stäbchen reinhaust. Ja. Ich dachte halt, um eine Knochenmarkspende, also um herauszufinden, dass du passt, ja, musst du halt auch erstmal irgendwie, da brauchst du eine Knochenmarkprobe, ja, schon direkt, aber das ist ja auch nicht der Fall. Null. Und das, dann dachte ich halt, du musst halt zum Doc gehen. Ne? Ja, es ist super faszinierend, ne, dass das damit geht, dass dann wirklich Wissenschaftler im Labor das dann typisieren, ja, können anhand dieser paar Stäbchen. Also ja, einerseits technologisch super faszinierend, unbeeindruckend, wie einfach das einfach geht. Also man kann den Leuten echt wirklich jede Sorge nehmen. Es ist überhaupt nicht aufwendig. Es ist kein Risiko dabei oder so und man hilft potenziell Leuten, also ja, Win-Win-Win-Win-Situation. Es ist total krass, wie leicht das einfach ging und wenn ihr das jetzt auch machen möchtet, geht einmal auf den Link in der Videobeschreibung, bestellt euch die Stäbchen nach Hause, ihr müsst gar nirgends hin und macht das genauso wie ich. Ja, es ist mega cool, dass du jetzt als potenzieller Lebensretter dabei bist und wie du gesagt hast, es ist so easy. Also Leute, bestellt euch das Set nach Hause, macht mit und rettet eben potenziell ein Leben. Auf jeden Fall. Ich bin auch echt gespannt, wie lange es dauern wird, bis das jetzt bei mir... Hey, das war ja wieder ein richtig spannender Talk heute. Toll! Danke fürs Zuschauen, Leute. Wenn ihr euch einen weiteren Talk zum Thema Stammzellspende angucken wollt, dann klickt hier auf das angezeigte Video. Und ganz wichtig, klickt auch auf den Button, um euch als Stammzellspender zu registrieren. In der Videobeschreibung findet ihr jetzt diesen Talk in ganzer Länge als Podcast. Und auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, liked dieses Video. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, abonniert den Kanal.